Moin Freunde, willkommen am Shisha-Stammtisch. Ich bin Chubby und auch ein herzliches Moin Moin an alle Shisha-Bar-Besitzer. Denn das Video geht an euch, wie ihr vielleicht am Titel ein bisschen erkennen konntet. Nämlich, wie fange ich am besten an? Es werden Kontrollen gemacht, weil ihr wieder aufhaben dürft. Was ja gut ist, wir haben alle auf der Friedenspfeifen-Demo dafür gekämpft in Hannover vor gut einem Monat. Und seit knapp 3 Wochen dürft ihr wieder aufhaben. Alles gut. Perfekt, das war ja unser Ziel. Das Problem ist nur, es gibt ein Hygienekonzept. Das ist noch nicht das Problem. Das Problem ist, einige von den Barbesitzern, habe ich mich wegen einer Wespe erschrocken. Einige von euch Barbesitzern, und ich will jetzt irgendwie keinen, also nicht alle über einen Kamm scheren, so. Aber ich mache dieses Video, weil mir etwas aufgefallen ist. Eine Minderheit von den Barbesitzern hält sich nicht an die Regeln. Sei es, dass die nicht die Abstände einhalten in ihren Läden, sei es, dass die Maskenpflicht nicht irgendwie ernst genommen wird, sei es auch, dass irgendwie, was gibt's noch, es werden keine Einwegschläuche genutzt, sondern richtige, normale Silikonschläuche. Oder die werden nicht richtig gesäubert oder was auch immer. Zum Beispiel auch, dass, wie es eigentlich im Konzept steht, eine Pfeife pro Person, das wird irgendwie umgangen, sondern es werden eine Pfeife geteilt mit 2, 3 oder 4 Leuten sogar. Und da frage ich mich, ist man einfach nur dumm oder ist man arrogant und egoistisch oder was auch immer. So denkt man ist der König der Welt. So, wir leben in einer Zeit, jeder hat sich an Regeln zu halten. So, das ist so. Daran können wir nichts ändern. Restaurants, Kneipen, Supermärkte, jeder hat irgendwelche Konzepte beziehungsweise Konzepte vorgelegt bekommen oder was auch immer, an die man sich halten muss. Und da frage ich mich, warum können das manche Bars nicht? Das Problem hierbei ist, Polizei kommt und guckt halt nicht so, okay, da ist okay, ist mangelhaft oder was auch immer. Die gucken nicht so mit Augen. Die kommen mit einer Kamera, zeichnen alles auf, sammeln Beweismaterial. Jetzt kommen wir zum wirklichen Problem. Nicht nur die werden bestraft, wenn genug Material gesammelt ist, die es verkacken, sondern auch die, die sich dran halten. Und das ist halt die große Mehrheit. Und das ist halt schade. Deswegen mache ich das Video, um irgendwie so viele Leute wie möglich irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Und ich hoffe auch, dass die Barbesitzer das teilen werden, um andere, die einfach keine Ahnung was sind, darauf aufmerksam zu machen, dass die sich nicht nur selbst ficken, sondern die komplette Szene. Und ja, das Ding ist, jeden, mit dem ich gut bin oder wir vom Stammtisch gut sind, der hält sich an die Regeln. Ich will jetzt keine Namen nennen. Und es ist halt unfair denen gegenüber oder auch allen anderen, wenn alle dicht machen müssen. Deswegen mein Appell an jeden, haltet euch doch einfach an diese Scheißregelung. So, dass so jeder geistig Behinderte versteht das. Da frage ich mich. Egal. Also ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ich will einfach nur sagen, so haltet euch daran. Sonst fickt ihr nicht nur euch selbst, sondern auch jeden, die sich dran halten. Und das ist halt der Großteil. Und das ist halt unfair. So, mir wäre es egal. Mir und ich glaube. Boah, Alter, diese fucking Wespe. Mir und dem Großteil der Kunden könnte es egal sein. So, wenn alle zumachen müssen. So, wir können zu Hause rauchen. Es ist Sommer, wir können draußen rauchen. Wir können bei Freunden rauchen. So, aber es geht halt um euch. Wir fühlen uns auch bei euch wohl. Es ist halt was anderes, mit in einer Bar zu chillen. Und dann irgendwie, anstatt irgendwie zu Hause alleine oder mit Freunden. So, das Gefühl ist halt anders.
Natürlich können wir auch nur zu Hause chillen und oder am See oder was auch immer so. Aber ich will einfach, dass Existenzen nicht gefährdet werden. Und ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. So, ihr könnt ja gerne eure Meinung im wir leben in einem Staat, wo zum Glück Meinungsäußerung frei ist, so jeder darf seine Meinung sagen. Haut sie einfach in die Kommentare. So, was haltet ihr davon? Und kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen verhaspelt habe, weil ich jetzt gerade durch die ganzen vielen Wespen, die ihr vielleicht nicht seht, abgelenkt war. Aber ich glaube, die Message, die ich eigentlich sagen will, ist angekommen. So, haltet euch daran, wenn ihr merkt, hier, keine Ahnung, ihr seid irgendwie Kunde oder so, oder ein Bekannter hat eine Bar und er hält sich nicht so an alle Regeln oder an gar keine oder was auch immer so, sprecht ihn oder sie drauf an, weil, ja, sonst müssen halt alle zumachen und das ist halt unfair. So, wenn es nur die treffen würde, die es verkacken werden, ja, selbst schuld, ist halt so, Pech, aber es wird alle treffen, deswegen, das ist das Problem. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Haut rein, Leute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Und damit würde ich sagen, abonnieren da unten irgendwo und kommentieren auch unten. Und Instagram, dies, das. Ihr kennt das ja. Also, tüdelü, danke fürs Zugucken und bis bald.